Wir kommen zu unserem nächsten Impulsvortrag und ich möchte ganz herzlich begrüßen Professor Wolfgang Hensler. Er ist Gründer und Managing Director von Sensory Minds, einem Offenbacher Designstudio für neue Medien und innovative Technologien. Gleichzeitig hält Herr Hensler eine Professur an der Hochschule Pforzheim im Bereich digitale Medien und Master of Creative Directions und hat hier unter anderem den Studiengang, den sehr innovativen Studiengang Intermediales Design mitentwickelt. Und Herr Hensler ist heute hier, um ein ganz wichtiges Thema zu beleuchten. Es wurde auch schon in der Begrüßung von Herrn Machnik angesprochen, das Thema Daten. Und ein Thema anscheinend, wie wir an den Zahlen der Studie gesehen haben, mit denen, auch wenn es eines der bewegendsten Themen unserer Gesellschaft heute ist, die Macht der Daten und der Umgang damit vielleicht noch gar nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Herr Hensler ist heute hier, um uns zu erklären, warum wir in unserem Alltag ein neues Datenbewusstsein aufbauen sollten. Einen herzlichen Applaus zum Willkommen heißen. Ja. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen, um so ein paar ganz kleine Impulse geben zu können, wie eben diese Digitalisierung auch unser Denken verändert. Und Sie hatten es eben schon angesprochen, auch diese neuen Berufsfelder, also intermediales Design, das ist eigentlich ein neuer Berufszweig für Designer. Und das hat mich ungefähr 4 Jahre beim Ministerium Baden-Württemberg gekostet, Ihnen zu erklären, warum dieser Beruf der Zukunft sehr wichtig ist. Ich glaube, Sie haben es bis heute noch nicht verstanden. Sie haben ihn dann irgendwann mal genehmigt vor dem Hintergrund, dass die IHK, Bosch und Daimler und andere Unternehmen gesagt haben, wir brauchen genau diese Art der Qualifikation an Mitarbeitern. Wir können da zwar nicht genau benennen, was das ist, aber genau das brauchen wir, die so denken, innovativ, disruptiv, kreativ. Deshalb haben wir diesen Studiengang, den wir aber noch nicht verstanden haben, genehmigt. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich in diesem Zeitalter. Wir müssen uns sensibilisieren für die Dinge, die da passieren, weil manche Dinge sind ganz banal. Da ist auf einmal ein Kalender und dieser Kalender ist der Wettbewerb der Automobilindustrie. Die konkurrieren also nicht mit dem schnelleren Auto, sondern mit dem Kalender, weil der Kalender weiß, wann brauche ich Mobilität und wann brauche ich keine Mobilität. Und dann wird mir das Auto eben entsprechend vorbeigeschickt, wenn ich es benötige. Aber der Kalender orchestriert Mobilität. Deshalb muss ich mich inspirieren, auch für das Potenzial dessen, was da ist. Das ist nämlich immens, größer denn je. Und man sieht es bei den ganzen vielen Startups, die genau dieses neue Denken, ich nenne es immer 4.0, da komme ich aber auch gleich nochmal dazu, bedeutet, ich muss umdenken und in den Dimensionen des Neuen auch denken zu können. Und die Frau Merkel hat es am 13.09. ja auch nochmal gesagt, Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Das heißt, es geht nicht mehr darum, ob wir Daten sammeln oder ob wir Daten nicht sammeln, sondern es geht darum, wie wir Daten sammeln und wie wir Daten eben entsprechend auch nutzen können, auch vor dem Thema der Datensouveränität. Wenn wir uns nochmal so ein bisschen die technologische Entwicklung angucken, die ist nämlich ganz wichtig, um auch zu gucken, was kommt da auf uns zu, um uns da auch entsprechend richtig einzustellen. Dann sehen wir so, früher, wer Auto-Exhibit als guten Morgen verstanden hat, der kam mit dem ersten Gerät ganz gut zurecht. Das waren die wenigsten von uns. Dann gab es eben diese dicken Handbücher dabei, man hatte Schulungen, ging in Urlaub, hatte die Hälfte vergessen und wer heute ein Ticket darüber bestellen muss, der ist wahrscheinlich sehr lange damit beschäftigt. Dann ging es in die Ära 2.0, der Computer als Arbeitsgerät, durch die Benutzungsfreundlichkeit, die auch hier schon mal angesprochen wurde, die eben eine große Barriere bei dem ersten Gerät, also etwas nur für Experten, im zweiten Gerät für uns alle dann, durch die Desktop-Metapher wurde und heute durch die sogenannten Lebensgeräte, also diese kleinen schwarzen Scheiben, die wir irgendwo alle bei uns rumtragen, abgelöst werden. Auch hier wieder ein Paradigmenwechsel von 2 zu 3, nämlich der Computer war eben jetzt nicht mehr nur noch ein Arbeits-, sondern ein Lebensgerät. Ich habe private, berufliche E-Mails, ich habe andere Dinge, Fotos von privaten und beruflichen Aspekten auf diesen smarten Geräten. Und wenn wir dann in die Zukunft, in diese 4.0-Ära gucken, das Internet der Dienste und das Internet der Dinge, die auf uns zukommen, dann sehen wir, dass der Computer immer kleiner, leistungsfähiger, schneller, günstiger. Er wird aber auch immer erlebnisreicher, aber er ist immer weniger Computer. Er ist eigentlich überall drin, aber wir sehen ihn eigentlich gar nicht mehr, obwohl er eben in unserem Sinne auf einmal in den Dingen für uns tätig wird. Und das bewirkt auch einen Wertewandel, der damit einhergeht durch die Allgegenwärtigkeit des Internets und dem smarten Technologien verändert sich unsere Gesellschaft, sehr spannend, also jetzt gerade von der dritten modernen Gesellschaftsform, die geprägt war durch das primäre Wissensmedium Buch, hin in die Computergesellschaft, die geprägt ist durch das Wissensmedium Internet, die Wirtschaft bekommt es mit, da wird auch nicht alles digital, das muss man auch verstehen, es wird intermedial, also analog und digital verschmelzen sinnvoll mit
miteinander. Im Moment ist so ein Hype, alles in Richtung Digitalisierung, und dann nordet sich das in der Mitte wieder ein, wo sie merken, dass analog und digital zusammen sind und eine gute Symbiose in diesem Sinne bilden. Aber auch die Politik bekommt es zu spüren, diese neuen Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind. Das heißt, das Neue funktioniert eben genau nach dem Prinzip, ich muss fair sein, ich muss schnell sein, ich muss authentisch sein, aber ich bin auch komplett transparent. Das muss mir auch klar sein. Und das ist eben ein Wandel, den ich überhaupt erstmal verarbeiten muss. Der Mensch, der pendelt im Moment mal in Richtung digital, dann kommt er wieder ein bisschen zurück, bis er versteht, ah, jetzt habe ich auch diese Souveränität, mit dem Neuen umzugehen. Der Arbeitsmarkt verändert sich, auf einmal sind Mitdenker und nicht mehr Mitarbeiter gefragt, aber auch die Kultur, die eben entsprechend durch diese Veränderung sozusagen tangiert wird. Aber auch der gesellschaftliche Wandel, da ist es auch sehr spannend, sich einfach mal dieses Dorf 1.0, wie ich es immer nenne, diese lokale Stammesgesellschaft, die damals sich gefunden hat durch das gemeinsame Wissensmedium Sprache, in Analogie zum heutigen globalen Dorf, nämlich der globalen Stammesgesellschaft, zu betrachten, die eben durch das Wissensmedium Internet sozusagen miteinander verschmilzt. Und wer sich da dieses alte Dorf anschaut, der wird ganz viele Prinzipien dessen, was heute passiert, verstehen. Das heißt, das sind ganz, ganz elementare, grundlegende Dinge, die damals schon existierten, die heute auch noch gelten, nur eben auf globaler Basis. Also wenn es damals im Dorf rechts gebrannt hat, dann sind alle über die Straße nach links gelaufen, weil sie gesagt haben, naja, da qualmt es. Das gleiche haben wir heute mit Fukushima. Wenn es da hinten sozusagen qualmt, dann hat das Auswirkungen hier auf die Energiepolitik. Das heißt, wir haben einfach nur verstanden, dass die Welt zusammenhängt, aber die Gesetzmäßigkeiten des Dorfes jetzt für unsere Welt sozusagen gelten. Der ökonomische Wandel, Industrie 4.0, auch schon angesprochen, auch hier wieder die Orientierung mal zu geben, was war denn eigentlich 1.0, was war 2.0, 3.0 und was macht jetzt denn 4.0 aus? Und was ist da der Unterschied, der einen Unterschied ausmacht im Internet der Dinge und Dienste? Und wann können wir auch von 4.0 reden? Weil das sind so die Begriffe, die mir in den letzten zwei Wochen sozusagen irgendwo begegnet sind. Die habe ich einfach mal gesammelt, was alles 4.0 wird. Da sieht man, der Müll wird 4.0, das Dorf hatte ich schon erwähnt, Journalismus, Gesellschaft und so weiter. Und es ist eigentlich ganz spannend, weil wenn Sie bei Wikipedia 4.0 eingeben, dann kommt einfach nur eine Versionierung. Wenn Sie bei Wikipedia eingeben, ist es Smart oder Robotic oder was heißt denn das eigentlich? Und das habe ich hier mal versucht zu definieren, weil natürlich, wenn Sie Studenten ausbilden, Sie ihnen klar machen müssen, wann ist etwas smart, wann ist etwas intelligent, und das muss ich differenzieren, weil manchmal ist der Lichtschalter intelligenter oder smarter als so eine KNX-Steuerung über eine App. Und ich muss eben verstehen, es ist nur smart, und das finden Sie eben nicht bei Wikipedia, wenn Sie da smart eingeben, dass Sie die Wesenseigenschaften dessen, was smart eigentlich ausmacht, in Differenzierung zu dem, was eben nicht smart ist, auch einfach mal abgrenzen. Und wichtig unter diesen ganzen Dingen, dass es eben nutzerzentriert sein soll, dass es vorausschauend agieren soll, auch autonom agieren darf, selbstkontrollierend ist, situativ relevant und connectiert sein soll, dann verstehen Sie, dass die Autos im Moment bei VW, die waren durchaus smart, weil die wussten genau, wenn ich auf dem Test- und Prüfstand bin, dann muss ich mich so und so anpassen. Aber die waren nicht intelligent, weil sie hatten im Gesamtkontext der Gesellschaft natürlich nicht die Verantwortung, reflektierend zu überlegen, ist es denn gut für die Ökologie, wenn ich das und das mache. So, und da ist ein Unterschied zwischen ich agiere smart, ja, oder ich agiere eben entsprechend intelligent. Und diese Differenzierung ist wichtig, denn wenn Sie etwas definieren, dann müssen Sie auch genau wissen, was sind die Eigenschaften, die das eben entsprechend ausmachen. Für mich ist die digitale Transformation, die im Moment stattfindet, vor allem eine mentale, oder Steve Jobs hat es mal ganz gut gesagt, it's all about people and changing their minds, also eine Art des Umdenkens. Und auch hier wieder habe ich einfach mal so ein paar digitale Transformations- oder mentale Transformationen mitgebracht, zu sagen, früher dieses alte Denken, ich muss da einfach anders denken, und auf der rechten grünen Seite sieht man eben genau dieses neue Denken. Früher konnte ich in Marke denken, heute etabliert sich eine Marke im Nutzungskontext dessen, was sie an Nutzen für einen Nutzer sozusagen bringt. Es geht also nicht um Google, sondern es geht um diese situativ relevanten Ergebnisse, die Google mir in einem Nutzungskontext beispielsweise zur Verfügung stellt. Die großen Unternehmen, die heute erfolgreich sind, die gucken, welche Probleme löse ich denn eigentlich, und sagen nicht, ich stelle dem Nutzer da Mehrwert zur Verfügung. Das war gestern, heutzutage gucke ich mit meinen Lösungen, welche Probleme löse ich da eigentlich.
das Produkt und Ökosystem, jedes Produkt verliert gegen ein Ökosystem. Und Ökosysteme sind diese neuen Businessmodelle der Digitalisierung. Und das muss ich verstehen, dass ich, wenn ich ein Produkt habe, das hat HP, Dell oder andere im Vergleich zu einem Apple nicht verstanden. Die haben sich dann immer nur gewundert, weil sie eigentlich die bessere Technologie haben. Aber die haben immer gedacht, das ist ein Produkt. Und das ist aber nur eine Systemkomponente eines Ökosystems, da ist ein App Store, das ist ein Entwicklerprogramm und so weiter dahinter. Und wenn dieses Ökosystem nicht funktioniert, dann ist die schwarze Scheibe sehr schnell sehr, sehr langweilig. Und das hat man eben entsprechend nicht verstanden. Inhalt, Service, ich will gar nicht auf alle Sachen eingehen, aber wir sehen in allen Bereichen, dass es hier eben so eine mentale Transformation gibt und eine sehr gute Übung, die ich immer mit meinen Studenten mache. Ich nehme etwas aus der 1.0-Welt und muss es in die 4.0-Welt transformieren und denken. Und das ist gar nicht so einfach, genau eben nicht mehr in Leistung oder Wirkung oder nicht mehr in Immobilie, sondern Servicefläche zu denken. Aber das sind genau diese digitalen, mentalen Prozesse. Was wir auch sehen, ist, dass das Smartphone sozusagen so der Befähiger für alles Mögliche geworden ist. Eigentlich ist es schon längst eine Erweiterung unserer selbst. Wenn sie es verlieren, fühlen sie schon körperliche Schmerzen. Und es ist aber auch so eine Art digitaler Coach. Und es gibt dann auch die witzigsten Untersuchungen dazu, wie weit läuft denn jemand zurück, wenn er sein Smartphone vergessen hat. Aber wir sehen, ja, war ganz interessant, wie weit die Engländer im Vergleich zu den Deutschen zurücklaufen, aber die Distanzen werden irgendwie immer größer, weil es ja doch scheinbar sehr, sehr wichtig ist, eben entsprechend erreichbar zu sein. Und das sieht man, das greift schon bei Jungen, das greift auch eben entsprechend bei etwas älter. Und der Eric Pickersgill hat es auch mal wunderbar dargestellt, was passiert denn, wenn man das wegnimmt. Welche Verhaltensschemata, ich hoffe, man sieht das, dass die Leute hier eben keine Smartphones mehr haben, was dann eben entsprechend sozusagen auch in Gewohnheit vorhanden ist. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir eigentlich schon von Natur aus Quantifier sind, also Daten sammeln. Und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, den Unterschied zwischen Daten und Informationen. Das sind ganz elementare Sachen, um zu wissen, Daten, das ist einfach nur strukturierte Energie. Information ist aber das, was für uns eigentlich das Wichtige ist, nämlich der Unterschied, der einen Unterschied ausmacht oder diese sogenannte situative Relevanz. Wenn ich das begriffen habe, dann verstehe ich, wie ein Google, ein Amazon, ein Apple und andere ticken, weil bei denen im Businessmodell geht es primär nur darum, wenn ich die höhere situative Relevanz habe, dann bin ich sozusagen derjenige, der erfolgreicher ist am Markt, weil die situative Relevanz das ist, was für uns Menschen entscheidend ist, um eben entsprechend zu agieren. Und wenn ich die dann korreliere, dann habe ich Wissen und wenn ich das wieder handlungseffizient anwende, dann agiere ich sozusagen auch intelligent. Aber ich muss die elementarsten Prinzipien verstanden haben, damit ich weiß, wohin entwickeln sich Dinge. Weil viele dieser neuen Sachen sind wesentlich kunden- oder nutzerorientierter, die da auf uns zukommen. Und wenn ich verstanden habe, wie Menschen oder Kunden oder Nutzer agieren, und das ist das, wo viele eben sehr gut schon sind, dann habe ich eben entsprechende Vorteile und weiß auch, wann nutzt jemand etwas und wann nutzt er das eben entsprechend nicht. Dieses Data Tracking 4.0, das sieht man eben an diesen ganzen Quantifier-Armbändern, die sich dann immer wieder melden und wo man dann eben sieht, Dinge, die man normalerweise nicht sehen würde, wie weit bin ich gelaufen, wie schnell bin ich gelaufen, andere Dinge, die für mich interessant sind. Und das Neue daran an diesem Datensammeln 4.0 ist nur, dass es sehr global und sehr geschmeidig passiert. Also wenn wir uns diese kleinen Geräte angucken, die haben extrem viele Sensoren, die können Dinge sehen, die wir gar nicht sehen können, die können Dinge wahrnehmen, wo wir verhältnismäßig schlecht sind, aber dadurch, dass sie sehr eng an uns dran sind, sind sie, wie gesagt, zu einer Erweiterung unserer selbst. Und das ist auch erst der Anfang. Diese sogenannten Smartphones sind ja noch Off-Body-Medien. Die nächste Generation der Wearables, die hängen ja schon an uns dran. Also die Uhr klebt ja sozusagen, die hat mich schon umklammert. Und wenn dann noch diese In-Body-Medien kommen, dann sehen wir, wie wir sukzessive immer weiter mit Technologie verschmelzen. Das mag jetzt dem einen oder anderen erstmal sehr suspekt oder unangenehm klingen, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie sich kaum vorstellen können, wie schnell, wie viele Menschen diese kleinen grünen Dinger da schlucken, wenn sie auf einmal dadurch mentalen Google-Zugang oder andere Dinge haben, die dadurch möglich wären. Was wir aber auch sehen, ist natürlich das Anliegen der großen Konzerne, dass sie sagen, natürlich
brauche ich alle Daten von jemandem, möglichst in Echtzeit. Und dann ist das Sammeln von Daten ziemlich unintelligent. Also wer Daten sammelt, ist unintelligent, nämlich das Auswerten, diese Datability. Wie kann ich über entsprechend intelligente Algorithmen, Anführungsstriche, eben möglichst schnell daraus situativ relevante Dienste kreieren. Was wir aber auch sehen, ist eben, dass wir uns dadurch sukzessive von Small Data, Big Data, Very Big Data zu Smart Data mehr oder weniger digital abbilden. Und hier natürlich dann auch wieder stellt sich die Frage, wer hat die Hoheit über mein digitales Alter Ego? Ist es Google, Apple, Amazon oder bin ich das eben entsprechend noch? Und wie sieht dann diese digitale Datensouveränität meines digitalen Alter Egos eben entsprechend aus. Aber die ökonomische Kausalität, und die muss uns klar sein, ist, durch diese kleinen Sensoren, die überall verfügbar sind, sammeln wir sehr, sehr viele Daten. Die Kunst besteht jetzt drin, eben über diese Algorithmisierung, also diese situative Relevanz auszuwerten, um dann smarte Dienste zu offerieren, die wiederum beim Nutzer die Wirkung entfalten, Convenience oder Usability. Und wenn ich diese Kausalität verstanden habe, dann verstehe ich, wann ein Businessmodell erfolgreich ist und wann es weniger erfolgreich ist. Wann ich Menschen, Nutzer dazu bringe, sich zu verändern, nämlich wenn die Wirkung diese Convenience und Usability bewirkt und wie ich diese smarten Services kreieren muss, basierend auf dieser situativen Relevanz, damit ich eben entsprechend erfolgreich bin. Und dieses smarte Ökosystem hier kurz dargestellt, sind sozusagen diese Wirtschaftsmodelle der Zukunft, auf das das meiste drauf hinausläuft. Ein ganz kurzer Film, um das auch nochmal klar zu machen, dass Daten eben dieses neue Rohöl sind, lasse ich mal ganz kurz laufen, bevor ich dann hier das Handzeichen... Der Filmverleih kennt Sandras Alter, ihre Adresse und ihren Geschmack. Deshalb bekommt Sandra überwiegend Filme und Werbung präsentiert, die sowohl zu ihrem Typ als auch zu ihrem Geldbeutel passen. Machen wir einen Kassensturz. Was ist Sandras digitales Ich den international agierenden Datenhändlern eigentlich wert? Die Zahlen stammen aus einer amerikanischen Studie. Ein Datenhändler verkauft die Infos meistens gleich in Tausenderpaketen. Der Wohnort ist 5 Euro wert, die Rabattkarte 80 Cent, das Interesse für Politik bringt 1,40 Euro und der Wunsch abzunehmen sogar 8 Euro. Es gilt, je detaillierter die Information, desto wertvoller ist sie, desto höher der Preis. Am besten verdienen Datenhändler an Informationen über die großen Wendepunkte im Leben, wie Umzug, Heirat, Schwangerschaft, Jobwechsel und Krankheit. Also auch hier sieht man wieder, welche Daten was wert sind. Und wenn wir uns dann nochmal das Thema Strom 4.0 zum Schluss angucken, um einfach zu verstehen, wie sich da auch Märkte verändern, dann sehe ich, wenn ich Strom als Energieträger sehe, da bekomme ich 2,6 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich Strom aber als Informationsträger, so wie in Google, Apple oder andere das eben entsprechend sehen, dann kriege ich 4,30 Euro für die Kilowattstunde. Das heißt, ich würde ihnen den Strom schenken, weil ich die Metadaten, die in dem Strom stecke, wesentlich besser verkaufen kann oder nutzen kann als die klassische Energieträgersystematik. Das Problem, was wir heute haben, ist eigentlich, dass diese Daten für uns unsichtbar sind und die Zielsetzung aus meiner Sicht muss daher sein, einerseits die Verbesserung dieser Datenwahrnehmung, also wann nehmen wir Daten wahr, wann werden auch Daten von uns genutzt, spürbar zu machen. Wir brauchen progressivere Modelle zur Datenverwaltung und auch zur Datennutzung hin zu einer smarteren Daten- und Wissenswelt. Weil, wie hat es schon Albert Einstein damals gesagt, the problems we are facing can't be solved by the same thinking that created them. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern noch für die ein oder andere Frage zur Verfügung. Danke. Super, absolut berechtigter Tosenapplaus für Ihren Vortrag. Bevor ich mich wieder vordringe, wie eben, frage ich, gibt es die eine oder andere sehr kurz gefasste Frage? Ich habe, während ich schaue in den Raum nach Ihren Händen, ich habe eine ganze Fülle, ich wünschte sogar, wir könnten uns jetzt hier hinsetzen und Ihren ganzen Vortrag nochmal in Ruhe diskutieren. Neben der offensichtlichen brennenden Frage, die Sie uns auf jeden Fall noch beantworten möchten, nämlich wie weit läuft man denn, um sein Smartphone abzuholen aus England und aus Deutschland? Also bei den Engländern waren es 1,2 Kilometer und die Deutschen waren so bei 600 Metern.
aber wahrscheinlich schwankt das auch sehr stark wieder, je nach. Ich aber bin mitten in dieser Zielgruppe. Interessante Untersuchung dann in der nächsten Studie, wie weit dann jemand läuft. Ich laufe regelmäßig vom S-Bahnhof zurück nach Hause, um das Handy zu holen. Ich fand vor allem den letzten Aspekt, den Sie aufgezeigt haben, wahnsinnig interessant, weil diese tatsächlichen monetären Werte unserer Daten, um das ganz einfach plastisch und vorstellbar zu machen, man tut ja immer so, als gäbe es die nie sozusagen oder wird viel zu selten auf das Konkrete aufmerksam gemacht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine große Frage, aber ich habe vor kurzem den Vortrag von Aral Balkan selber geguckt, der dieses Jahr auf der Republika gesprochen hatte, und er geht davon aus, dass wir ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben müssen zwischen unserem Online-Selbst und unserem Offline-Selbst und dass diese Differenzierung zwischen On und Offline uns in dem Sinne schon nicht gut tut, als dass wir eben diese Grenze ziehen zwischen meinem Wissen und meinem Informationswert in der echten Welt und dem, was ich so schnell preisgebe durch soziale Medien. Und er plädiert sozusagen dafür, das Ganze näher zu ziehen, damit wir auch eben ein monetäres Bewusstsein dafür entwickeln, für die Daten, die wir rausgeben. Würden Sie dem zustimmen und wie denken Sie, wie praktisch kann man ansetzen, um Datensätze, die wir ins Internet geben und an bestimmte Dienste weitergeben, eben für den Einzelnen wirklich wieder rückholbar, auffindbar, monetarisierbar zu machen? Also man hat ja gesehen, die großen Konzerne machen das im Prinzip. Uns ist nicht klar, welche Daten wir im Moment rausgeben. Deshalb eben, wir müssen das irgendwie spürbar oder begreifbar oder visualisieren. Dann sehe ich halt die und die Daten. Und wenn Daten der Rohstoff der Zukunft sind und ich generiere diese Daten, dann will ich ähnlich wie ein Apple, die daran partizipieren, wenn sie meine App verkaufen, 30% Beteiligung. Und wenn jeder von Ihnen 30% dessen, was er heute an Daten rausgibt, an Apple, Google und Co., jeden Tag zurückbekäme, das ist schon mal kein kleiner Betrag, aber sicherlich schon etwas, was man gesehen hat, wenn man abnehmen möchte, durchaus auch lukrativ werden kann. Ja. Und auch etwas, was in Zukunft technisch möglich gemachtbar werden könnte, müsste? Ja, natürlich. Also wenn die kleinen Geräte Dinge rausgeben, dann kann ich natürlich, wahrscheinlich auch gegen den Widerstand der Großen, weil die natürlich erstmal sagen, momentan verdienen wir eigentlich ganz gut daran und jetzt verhandeln sie mal mit dem Apple, dass sie auf einmal auch 30%, so wie Apple im App Store, wenn sie Apps verkaufen, bekommen sie jetzt auch 30, und nur 30% oder vielleicht auch 60% ihrer Daten sozusagen monetarisiert bekommen, also eine Pushback-Provision für den Einsatz ihrer Daten im anderen Nutzungskontext, ist sicherlich spannend, ist auch nicht so gewünscht, weil das natürlich im Moment etwas ist, was sehr, sehr lukrativ ist, aber natürlich durchaus was ist, wo man sagt, das sollte man eben im Sinne der Datensouveränität anstoßen, jedem klar machen, ihr kreiert diese Rohstoffe, ihr produziert diese Rohstoffe, also ist es eben fair, die auch eben entsprechend einzusetzen. Es gibt erste Modelle, wo man genau weiß, auch wieder im Streaming-Sektor, ich kriege den Dienst umsonst, da gebe ich einen Teil meiner Daten oder ich bekomme Werbung im Gegenzug oder ich zahle etwas dafür, aber das sind dann eben solche Modelle, wo ich genau sehe, ich kann es so oder so machen und habe dann die Souveränität zu entscheiden. Aber im Moment ist mir diese Souveränität nicht genommen, ja. Weil da werde ich orchestriert, anstatt dass ich selber orchestrieren kann. Ja, Absolut richtig. Wir nehmen eine kurze Frage, der Herr hatte sich gemeldet und bitte eine kurze Vorstellung, kurze Frage und kurze Antwort, bitte. Soweit ich es mitbekomme, ist ja das Thema Digitalisierung, digitale Transformation für den Standort wahnsinnig wichtig, klang bei Ihnen ja auch durch. Im internationalen Vergleich, wo würden Sie uns da sehen? Also wie 4.0 sind wir als Gesellschaft oder wie 4.0 ist unsere Wirtschaft jetzt schon? Das ist jetzt eine ziemlich gute Frage. Auf der einen Seite sind wir sehr, sehr weit vorne. Ich will nochmal das Beispiel. Wir erfinden Dinge, die Apple und andere vermarkten können. Also MP3 nur als Beispiel. Wir wissen, was intuitiv bedeutet. Das weiß ein Apple oder die im Sinne nicht. Die wissen benutzungsfreundlich. Die nutzen deutsche Guidelines zur Gestaltung ihrer Geräte. Das heißt, auf der einen Seite sind wir sehr weit vorne, auf der anderen Seite klafft dann aber eben der auch schon angesprochene Abstand, zu sagen, wir müssen diese digitale Spange, die aufgeht, die müssen wir wieder zusammenfügen durch ein Umdenken von vielen Dingen, die gerade durch diese digitale Transformation, also dieses Grün-Rot-Chart, wie schaffe ich es, möglichst viele in dieses Grüne, in diese neue Art des Denkens sozusagen zu überführen. Und da sind die amerikanischen Konzerne beispielsweise schon einen Schritt weiter durch diese disruptive Art des Denkens. Aber ich sehe in vielen auch etablierten Industriebereichen auch teilweise durch disruptive Dinge, die da momentan passieren, durch Marktbedingungen,
dass wir da eben entsprechend einerseits aufholen können, andererseits vorne vom Denken haben wir häufig auch schon die Leaderrolle. Also die orientieren sich sehr häufig an den Dingen, die wir sozusagen auch vorgeben. Die sind einfach nur schneller, gewisse Sachen umzusetzen und zu nutzen, wo wir uns in vielen Bereichen etwas schwerer tun. Aber ich bin positiver, das, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Aber wie gesagt, 4 Jahre, um das Ministerium zu überzeugen. Wir haben im Ausbildungsbereich Mediengestalter. Das ist 10 Jahre alt, dieser Beruf. Und die neuen Themen sind da noch gar nicht drin. Also die Themen der Zukunft. Und da ist so immer ein bisschen diese Sensibilisierung, nach vorne gucken, was kommt vorne, um die Berufszweige darauf auszurichten, nicht zu gucken, was haben wir heute und sagen, ah, da müssen die alle Apps lernen. Dann sagen sie, naja, Apps will keiner. Sie wollen die Dienste aus Apps, aber nicht die Apps. Und in ein paar Jahren, wenn sie jetzt Apps lernen, dann haben wir keine Apps mehr. Und dieses Denken muss ich sozusagen etablieren. Und das ist halt, denke ich, was wir jetzt auch im nächsten Vortrag sehen werden, wenn es um das Thema Ausbildung geht, was da sehr früh ansetzen muss, aber auch dann wieder alle mitnehmen muss. Ja. Dankeschön für die prima Überleitung. Es gab auf Twitter schon ganz viel schriftlichen Applaus, jetzt nochmal in live mit einem großen Klatschen. Dankeschön.